Hallo Leute und willkommen zurück zu War Thunder Dings. Naja. Ja, im letzten Part habt ihr ja gesehen. Haben wir ja mal zwei richtig gute Runden gesehen. Joa, nee. Ja, nee, ich habe mir gedacht, die Woche spielen wir noch mit den Deutschen. Und dann nächste Woche legen wir dann mit den Russen, machen dann mal wieder mit den Russen weiter. Weil sonst wird das einfach alles zu viel hier. Und wie ich schon mal erwähnt hatte, ich werde mir jetzt auch keinen Stress machen und 500 Runden hier spielen. Damit wir das, komm schon. Damit wir den Hetzer erforscht kriegen. Naja. Nimmt da jetzt auf. Ja, naja, ich habe eben schon wieder eine Fehlaufnahme gehabt. Ach, naja. Ich weiß auch nicht. Manchmal, da geht's ganz ohne irgendein Problem, ne? Und dann, naja. Kann ich auch. Einfach nicht wahr, sowas. Ja, wie ich es schon mal gesagt habe, so ein dermaßen riesiges Schwein zu haben. Das ist einfach schon Cheaterei, sowas. So unverschämtes Glück zu haben mit der Artillerie. Na, also. Zwei Mitglieder rausgenommen. Er darf weiterfahren, wie immer. Der trifft mich, ich treffe mich. Trifft mich, trifft mich, trifft mich, trifft mich, trifft mich, trifft mich, trifft mich. Ich treffe nicht. Ah, ihr Cheater, könnt alleine spielen. Kein Bock mehr. Ja, Leute, und ihr wollt mir dann von einem von Nicht-Cheaterei erzählen, ne? Wenn ich sowas habe. Und wieder dieselbe Karte. Als hätte ich da nicht eben vor 0,2 Sekunden schon drauf gespielt. Jetzt will mich das Spiel schon wieder komplett verarschen. Wahrscheinlich genau derselbe Modus wieder. Mit einer einzigen Cap.
Ah, ne, doch, andere Karte. Aber wie ich es eben gerade schon gesagt habe, wieder hier mit einem einzigen Cap-Scheiß hier. Wo ich schon wieder keinen Lusten drauf habe. Der Cap ist totale Scheiße gelegt. Der muss woanders hin. Kommen sollte. Aber nein. Ah, ihr Cheater, was ihr seid. Schon klar. Tschüss. Wollen wir den Panzer zerstören. Und wie ich es immer wieder sage, dieser Modus auf dieser bekloppten Hurenkarte ist scheiße. Dazu. Ach, Mann. Nee, ihr hättet wirklich eben mal die Runde sehen sollen, die ich eben aufgenommen habe. Die er nicht aufgenommen hat, die war mal richtig schön, ey. Und jetzt kriege ich so eine Scheiße hier. Naja, also wenn das hier auch so bei War Thunder Tanks auch so weiterläuft, ne, würde ich War Thunder Tanks auch bald komplett abbrechen. Weil War Thunder Tanks macht mir mittlerweile auch schon keinen Spaß mehr. Ja nur ein Cap. Und da sollten sie endlich mal eine Option einführen, ne, wo man diese bekloppte Scheiße ausstellen kann. Diesen ein Cap-Scheiß. Alter, nur willst du mich verarschen? Ja, jetzt bleib auch noch stehen. Bravo dir. Idiot, ja. Vielen Dank dir. Nein, niemals. Ach, niemals. Dankeschön. Schnauze. Ja, so wird das erst recht nichts, wenn er hier. Oh, Alter. Jetzt bewegt sich das Ding so fast überhaupt nie mehr. Bewege dich.
wurde von verbündeten Truppen eingenommen. The enemy is preparing for artillery barrage. Und dieses Scheißding gleich wieder ankommt und mich hier mit einem Schuss erledigt, dieser Artillerieschlag, ne? Krieg ich wirklich bald einen zu viel. Das meinte ich. Ja gut, aber da sehe ich ja wenigstens, es geht nicht nur mir so. Naja, da glaube ich jetzt aber noch nicht so ganz dran, du. Ja. Naja. Ja, wollen wir mal abwarten. Feindliche Truppen vernichten! Miss Fee. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Boah, ich halte mich eigentlich ziemlich gut mit dem kleinen Panzer hier. Wundert mich eigentlich so ein bisschen.
Das ist ja jetzt kaputt. Ich hole hier ja einen, mit den, einen nach dem anderen raus mit den Dingen hier. Wo das Ding eigentlich gar nicht so einen Durchschlag hat, ne? Eieiei, das war nicht gut. Jungs, feindliche Truppen angreifen! Oh! Der nächste, bitte! Naja. Eieieiei. Habe ich natürlich nicht gesehen, ne? Und der nächste bitte! Eieieiei. Ey, das Ding ist ja wirklich ein Scharfschütze, ey. Naja. Da haben wir 5 Fahrzeuge rausgeholt, ey. Krass. Das ist krass. Ja, Mann, was soll ich machen? Zumindest meinen Leuten mal so ein bisschen zu gucken. Ja, viele sind das nicht mehr. Da sind allerhöchstens noch 2 Fahrzeuge oder so. Naja. Mal eben so 5 Fahrzeuge rausgeholt, ey. Seid die feindlichen Truppen an, sofort! Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen. Ey, da haben sie sich den Cap wieder wegnehmen lassen, diese Vollidioten, ey. Ja, rein da! Da steht doch höchstens, allerhöchstens ein einziges Fahrzeug. Allerhöchstens ein einziges Fahrzeug im Camp. Das sind voll Idioten. Das kann nicht wahr sein, sowas. Ja, ich sehe das schon kommen, ey. Und dann verlieren wir den Kampf wieder. Weiter so! Und dann können wir siegen! Alter Leute, fahrt doch in diesen bekloppten Tipp rein!
nicht sowas. Ja, wie ich es gerade gesagt habe, jetzt lassen sie sich den Sieg noch wegnehmen, diese Vollidioten. Alter, wollt ihr mir sagen, alle kriegen 50 Fahrzeuge, kriegen einen kleinen T-150 nicht klein. Ja, T-50 da klein, nicht klein, ey. Wie scheuer die sind, ey. Jetzt nehmen diesen bekloppten Kipp ein da. Da mal wegfahren. Das kann doch gar nicht sein. Ey, so viele Fahrzeuge können die doch gar nicht mehr haben. Alter, sind das Vollidioten. Er kann doch einfach nicht wahr sein, sowas. Die allergrößten Vollidioten. Also so was Beklopptes habe ich noch nicht gesehen, ey. Alter, wir hatten schon eigentlich gewonnen. Und was machen sie? Lassen sie sich den Sieg noch wegnehmen, diese Vollidioten. So was Beklopptes wirklich, ja. Lassen sie sich den Sieg noch wegnehmen, diese Vollidioten. Ja, nee, Leute, ihr habt's doch gerade gesehen, was das war. Ey, sowas Bescheuertes. Ey, kann doch nicht sein. Nee.
Ja, naja, Leute, das war's wieder für heute. Ja, über Daumen-Kommentare würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.